Servus, liebe Freunde. Hallihallo, herzlich willkommen. Ja, wir kriegen gleich neue Ausschreibung. Das passt nämlich wunderbar, denn wir haben gestern ja alle entsprechenden Aufträge beendet. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Wir schauen mal gleich. 17 Sekunden, da lohnt sich nicht mehr jetzt noch was anzufangen. Das Problem ist, hier unten können wir auch einige Sachen nicht aufnehmen. Also, machen wir doch mal eins. Wir wollten ja sowieso entsprechend schauen, aber erstmal aussteigen, weil damit will ich nicht springen. Dass wir mal zum Fahrzeughändler in der Stadt gehen. Ja, ihr habt nämlich einen Vorschlag gehabt, nämlich wir sollen uns jetzt mal die nächste Maschine kaufen, und zwar einen Turmkran. Gut, dann werden wir uns den mal anschauen. Turmkränchen, wo bist du denn, mein Freund? Tieflader, Muldenkipper, Betonmischer, das ist auch so eine gute Sache, denn beim Betonmischer brauchen wir auch zwei Sachen. Einmal die Betonpumpe und einmal den Betonmischer, hat der Mekurago gesagt. Wobei ich jetzt gerade sehe, die Funktion der Pumpe hat der Betonmischer auch drin. Da bitte nochmal kurze Info. Was wir aber jetzt uns holen werden, wird mal ein Turmkran sein. Wow, Tragfähigkeit 6 Tonnen, 45 Meter Ausleger. Bei maximaler Ausladung ganz vorne, also praktisch, wäre das auf 1400 Kilo beschränkt und maximale Höhe 40 Meter. Den kaufen wir uns jetzt mal. Jawohl, wir haben einen Turmkran gekauft. Und jetzt würden wir mal Folgendes machen. Da gibt es bestimmt auch eine Lehrgangsmission, die möchte ich nämlich ganz gerne machen. Wir werden aber jetzt erstmal hier für unseren neuen Kollegen einen neuen Auftrag starten. Da suchen wir uns wieder mal was Schönes, Großes aus. Am besten, oh, großes Apartmentgebäude. Genau, das lassen wir mal unseren Helfer entsprechend bzw. unseren Vorarbeiter machen. Und wir werden uns an die Lehrgangsmission für den Turmkran machen. Mal gespannt, wie ich mich mit dem Ding anstelle. So, der ist jetzt hier ewig am Laden. Ich hoffe, da gibt es jetzt keine Probleme. Der lädt immer noch. Und lädt immer noch. Freunde der Nacht, was ist hier los? Ah, eben hat das. Irgendwie hing er wohl gerade ein bisschen. Ich hoffe, das ist jetzt kein Problem von der Aufnahme her gewesen, dass das jetzt trotzdem funktioniert, weil ansonsten hätten wir da ein kleines Problem. So, also der musste da eine ganze Menge nachladen. Also werden wir auch mal schauen, dass sich das in dem Punkt für den Arbeiter lohnt. Der legt hier erstmal los mit der ersten Aufgabe. Wunderbar. Er lädt wieder. Ha, diesmal funktioniert es besser. Und wir gehen mal auf die Lehrgänge, nämlich der Turmkran. Genau, Lehrgang Turmkran. Bringt uns sogar Kohle ein. Ho, ist ja Wahnsinn. Transportiere zwei Verschalungsmomente. Lehrgang Turmkran? Na, ich bin mal gespannt. Ich soll nämlich Sachen transportieren. Das wird jetzt mal interessant. Ich hoffe, dass das wirklich Turmdrehkran-Option ist. So, betrete das Trainingsgelände beim Fahrzeughändler, um den Lehrgang zu starten. So, wo haben wir das Trainingsgelände? Ah, ich glaube, das ist hier vorne. Wenn wir den Kollegen hier mal ansprechen. Ah, hallo Solaris, da bist du ja. Ich zeige dir heute, wie man den großen Turmdrehkran bedient. Da gibt es einiges zu beachten. Puh. Oha, das hört sich kompliziert an. Schauen wir mal. Nee, eigentlich nicht. Als erstes muss der Turmdrehkran auf einer Baustelle aufgebaut werden. Dazu ist immer schon ein eingezäunter Bereich vorgesehen. Das war das, was Steffen gesagt hatte. Indem du den Kran von Kollegen aufbauen lassen kannst. Schön, brauchen wir das wenigstens selber nicht. Starten wir doch mal damit. Der Bereich ist hier auf der linken Seite. Alles klar, dann lass ich mal den Kran anliefern. So, okay. Lasse den Turmbekran aufstellen. So, wie mache ich das jetzt? Hey, auch nicht schlecht. Den kann ich nicht anquatschen. Muss ich jetzt dahin oder wie mache ich das jetzt? Hallo? Ah, genau. Fahrzeuglieferung beauftragen. Das heißt, wir müssen also hier in den eingezäunten Bereich. Ja, einmal bitte die Fahrzeuglieferung. Wow, 3000 Euro, 21 Meter. 21 Meter. Okay, was auch immer das heißen mag. Ja, würde ich gerne. Achso, den muss ich anklicken, den Turmkran. Wunderbar. Für 3000 Euro oder Credits liefern lassen. Wow. Das Ding ist groß. Das Ding ist... Wow, ist das Ding. Boah, ist das... Oh, ist das ein Riesenteil. Affengeil. So, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir sollen jetzt als nächstes einsteigen in den Turmdrehkran. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir dann sind. Ich und Höhenangst. Wir sind ganz oben. So, hebe nun die Ladung auf die markierte Fläche. Konnte ich gar nicht jetzt alles lesen.
Ja, gut, okay. Also, wir sollen das jetzt da hinheben. Jetzt bin ich mal gespannt. Kann damit arbeiten. Wunderbar. Gibt es auch eine andere Ansicht noch? Ach, geil. Ich kann sogar aus dem Führerhäuschen rausgucken. So, also da kann ich entsprechend hin. So, kann das schon mal runterlassen. Kurz gucken. Nee, da gibt es keine andere Funktion. Dann lassen wir das mal ab. Werden entsprechend hier mal schon ein bisschen in Position gehen und mal die zwei Paletten entsprechend da oben drauf schaffen. Wow, das ist ganz schön heftig. Und dementsprechend, die Freundin hat geschrieben, einen wunderschönen guten Morgen, mein Schatz. Ja, ich bin gleich für dich da. Muss gerade noch ein bisschen hier auf der Baustelle arbeiten. Mach mal kurz das Handy auf lautlos. So, und jetzt sind wir da unten. Mal gucken, ob man das von hier überhaupt so erkennen kann. Tatsächlich, Last an. Autsch. Haken. Okay, da muss man also noch ganz genau gucken. So, jetzt heben wir das mal vorsichtig an. Okay, also da muss man wirklich genau drauf achten. So, und hier ist auch ganz wichtig, ne? Das kenne ich so aus eigener Erfahrung. Ich bin zwar noch kein Turmdrehkran gefahren, aber man sollte aufpassen, diese Last schwenkt übelst, ne? Halt, ich wollte den eigentlich hier ein Stück zurückfahren. Und ich habe bei meinem Kranlehrgang gelernt, je höher man eine Last hat und je kürzer der Weg ist, umso kürzer oder weniger schwenkt die Last dann hin und her. Außerdem sollte man darauf achten, dass man da einigermaßen gleichmäßig arbeitet. So, wir bringen das mal darüber, also nicht ruckhafte Bewegung, sonst kommt das Ding ins Schwenken und Pendeln. Dann bringt das auch nichts, wenn da Anschlagmittel dran sind, weil dann ist das nämlich ganz schnell futsch. So, und hier sieht man schon, er schwenkt ein bisschen, aber nicht allzu viel. So, werden das mal hier runtersetzen. Ich würde sagen, da die Position ist eigentlich ganz gut. Setzen das mal hier kurz ab. Wunderbar. Hat sogar funktioniert. Können wir. Eben hat es einen Moment gedauert, weil gerade wieder eine Teilaufgabe fertig wurde. Das ist schön. Dann kann nämlich hier gleich unser Helfer weitermachen. Bei einem großen Apartmentgebäude. So, einmal bitte die nächste Aufgabe starten, denn das bringt uns Geld. Turmkran hat ja ein bisschen was gekostet. So, jetzt müssen wir auch erstmal das zweite Element noch darüber schaffen. So, und man sieht, wie der ganze Kram ein bisschen schwenkt. Jetzt dürfte es auch gleich nachschwenken. Oh, der pendelt sich nur aus, das ist gut. Also nicht ganz realitätsnah, weil eigentlich ist es so, dass er dann hin und her schwenkt. Und das ist natürlich dann nicht immer so einfach. So, noch ein Stückchen nach hinten. So, von hier oben natürlich auch nicht ganz easy zu sehen. So, da sind wir schon fast richtig. Und jetzt ist das nämlich, er schwenkt ein bisschen rum. So, da muss man nämlich ganz genau aufpassen und auch nur ganz kleine Bewegungen machen am besten. So ist noch nicht ganz optimal. Ich glaube, so stehen wir ganz okay. So, heben das Ganze mal an und fahren das mal gleich hier rüber. Oha, bisschen hektisch Gas gegeben. Wie gesagt, da muss man aufpassen, denn das kann nämlich ruckzuck Probleme geben. Da muss man nämlich schauen, dass das Ganze hier sauber steht. So, dann nicht, nachdem ich ja nicht weiß, was wir noch alles rüber transportieren müssen, fahre ich das mal. Vorsicht. Ja, genau das meinte ich, seht ihr? Das schwenkt nämlich dann. Ja, ich erzähl's noch und krieg's trotzdem nicht hin. Die Ladung kann ich trotzdem drehen, das ist gut. Dann lassen wir die jetzt mal hier senkrecht vorsichtig herunter. So, auch erledigt. Wunderbar. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Ob das wieder da unten steht oder, ja, ich glaube, das sind die da unten noch, die Sachen, die wir hinbringen müssen. Steht alles auf dem Testgelände da drauf sozusagen. Werden wir erstmal hier die kleine Palette uns schnappen. So, gucken, dass wir die auch gleich anhaken können. Eben schwenkt er noch ein bisschen nach. Ich glaube, die Laufkatze, die läuft auch ein bisschen nach. So, ich will nämlich trotzdem gucken, dass wir hier nach Möglichkeit einigermaßen gerade drauf sind. Weil ansonsten schwenkt das nämlich sich auch ein Wolf. So, das sieht gut aus. Einmal die kleine Palette bitte hier rüber. Wow, das ist natürlich auch ein Blickfeld. Mal gucken, was gibt's noch für Kamera? Okay, Hakenkamera, freie Kamera, Innenansicht, Hakenkamera. Das ist natürlich für die Leute gut, die da nicht so 100% wissen, von der Höhe und allem, wie das funktioniert oder wie sie da am besten hinkommen. Und wir sehen, der Kran läuft tatsächlich noch ein bisschen nach. So, hier müssten wir jetzt eigentlich ganz gut gleich vorbeikommen. So, einmal hier durch. Wow, der schwenkt aber auch, und das ist nämlich, genau das Problem. Der schwenkt übel nach. Also wenn wir da so
auf Kleinarbeiten, kleine Sachen gehen will, da muss man ganz genau aufpassen, dass man wirklich nur so ein bisschen und kurz das Ganze nur antippt. Ansonsten hat man nämlich das Problem, dass das übelst nachschwenkt. So, ich denke mal, hier können wir es aber dann absetzen. Lassen wir das mal hier runter. So, auch hier, das ist erledigt. Wunderbar. Dann schwenken wir einmal rüber. Gehen aber zur Sicherheit nochmal hoch, 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 hoch. So, damit wir über den Pfosten drüber kommen. So, aber das ist natürlich von der Perspektive schon eine Riesensache. So, und jetzt gucken wir mal hier aus der Nähe nochmal uns das Ganze an, wie man, wie gesagt, hier das ja doch stückchenweise machen muss, weil er doch immer ganz schön hinterher arbeitet. So, das sieht, glaube ich, fast gut aus. Noch ein Stückchen zurück. So, einmal anhaken. So, jetzt können wir das hier mal vorsichtig anheben. So, wunderbar. Funktioniert einigermaßen. Bevor wir hier weitermachen, ganz schnell nächster Auftrag für unseren Vorarbeiter. Der soll ja hier, auch 33 Sekunden ist ja niedlich, die nächsten Abschnitte schon mal erledigen, damit wir natürlich auch das Geld wieder reinkriegen. So, ich möchte aber gern wieder aus der Innenansicht fahren, weil irgendwie mag ich die Innenansicht. Das ist schon heftig. So, und hier wieder natürlich einigermaßen vorsichtig rüber. Aber vielleicht noch einen Tick hoch. So, jetzt sollten wir aber gut rumkommen. Ein Stückchen rein. Wie gesagt, die Laufkatze, die läuft natürlich ein bisschen nach. Die endet nicht ganz abrupt da, wo man jetzt gerade ist. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Sache. Da muss man ein bisschen vorplanen, aber geht. So. Einmal absetzen. Wunderbar. Baggere den markierten Bereich aus. Ah, das ist der nächste Auftrag. Alles klar. Machen wir das gleich für unseren Kollegen hier. Aktive Aufgaben, Apartmentgebäude. Och, der kommt eigentlich richtig gut raus. Ja, und jetzt braucht er 5 Minuten zum Baggern. Auch nicht schlecht. Gut, das heißt, das werden wir heute gar nicht mehr erleben, das Ende. Steige aus dem Kran aus und verlasse die Baustelle, um den Lehrgang abzuschließen. Ja, das machen wir auch gleich, aber vorher, wie sich's gehört, will ich das natürlich einigermaßen hier wieder in Grundposition bringen. Wow, Turmkran ist also schon ein riesiges Ding. Lassen wir mal die Laufkatze zu uns rüberkommen. Dann können wir uns das hier auch nochmal ein bisschen aus der oberen Position anschauen. So. Ah, da oben sieht man sogar automatisch den Stopp. Na, wenn man da jetzt weitergeht, ja, sollte sich das eigentlich dann gerade einfädeln und stehen bleiben. Kurzer Blick nochmal nach unten. Na, so eingeschränktes Sichtfeld hat man ein bisschen. Ja, da ist noch die Liebherr-Aufschrift. Da die einzelnen Steuerelemente. Fensteröffner ist auch noch mit dabei. Wunderbar. Also ist eigentlich ein schöner Arbeitsplatz, ein schöner Aussichtspunkt. Aber ich gehe dann doch mal wieder raus aus dem Ding. So, geh da mal hier vor. So, einmal drüber springen. Ja, Kran riesig, Wahnsinn. So, und damit ist, glaube ich, jetzt die Trainingsmission beendet. Oder muss ich jetzt auch wieder von der Baustelle raus? Ja, ich muss von der Baustelle wieder raus. Wie niedlich. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Das hat doch alles gut geklappt. Naja, ich glaube, ein, zwei Kratzer hat der olle Solaris wieder draufgehauen. Ja, finde ich auch. Mit der Zeit kommt man echt rein. Na gut, dann schau doch mal, ob schon neue Ausschreibungen da sind, in denen der Turmkran zum Einsatz kommt. Ja, das machen wir bei Gelegenheit, aber nicht heute. Wir haben 1000 Credits für den Lehrgang gekriegt. Normal bezahlt man für Lehrgänge immer Kohle, aber finde ich in Ordnung, habe ich kein Problem mit. Der nächste Lehrgang abgeschlossen, Baustelle, Trainingsgelände geschlossen, Kran abgebaut, alles wieder normal. So, und in diesem Sinne gucken wir jetzt noch mal gerade, was wir denn an Ausschreibungen noch da haben, beziehungsweise vorher will ich auf mein Profil gucken mit den Erfolgen, ob wir bei den Lehrgängen entsprechend vorangekommen sind. Baue die Schule, nee, wo war das mit den Lehrgängen? Dumm die dumm, dumm die dumm 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 dumm. Mein Gott, da sind so viele Sachen noch. Also da haben wir richtig viel zu tun. Das Gute ist, Kranmissionen, oh, die wurden dementsprechend schon gleich. Ach nee, das sind ja die normalen Kram-Missionen. Ich Doofkopf. Ich wollte schon sagen, das wurde schon gleich mitgenommen. So, Streber, schließe alle Lehrgänge ab. Schließe 5 Lehrgänge ab. Genau, ein Lehrgang fehlt uns noch. Dann haben wir den nächsten Erfolg drin. Da bin ich mal gespannt. Und wir schauen dann in der nächsten Folge, ja, welche Mission wir da nehmen. Da könnten wir eigentlich überlegen, vielleicht hier das moderne Einfamilienhaus, also das von der Familie Schäfer mit Flachdach, großem Teich. Oder, da oben drüber war da noch was Schönes, Schickes von der Familie Gras. Genau, die brauchen nämlich auch so einen Turmkram. Also da werden wir uns in der nächsten Folge mal entscheiden, was wir machen. Bei Lehrgängen gucken wir mal. Ja, ah, Buldenkipper gibt es noch einen Lehrgang für 10.000. Hatte ich den nicht schon gemacht?
Dachte ich eigentlich. Komisch. Naja, wir schauen mal weiter entsprechend dann in der nächsten Folge. Für heute war es das aber erstmal. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. War mal interessant. Neue Maschine, der große Turmkran kommt. Ja, und in diesem Sinn, bis morgen. Servus. Und tschüss.